Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe an diesem wunderschönen Freitag live in dem Facebook drin. Hier, herzlich willkommen zu den Viva Top 100, meine Damen und Herren. Und ja, wir haben sie natürlich, die offiziellen deutschen Charts, die diese Woche, das muss man sagen, ein bisschen anders sind als in den Wochen zuvor. Und wir haben natürlich Gäste am Start. Ich freue mich sehr auf Nikita Thompson. Die saß letzte Woche in der Jury bei unserem großen Casting bei Viva Sucht Dich und wird so ein bisschen ausplaudern, was da abging, wie so die Stimmung war, auf was sie als Jurorin so geachtet hat. Und die hat ja richtig Ahnung. Profitänzerin, da sitzt jede Bewegung, Leute, da sitzt jede Bewegung. Die wird mir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, wie ich mich besser zu bewegen habe. Die wird da sein und ich freue mich sehr auf einen Newcomer, Wona heißt er. Der ein oder andere hat ihn vielleicht schon mal wahrgenommen im Crow-Umfeld, war live mit auf Tour bei der Crow Unplugged Tour und wird auch ein bisschen erzählen und nachher hier live bei uns im Studio performen. Also wir können uns auf eine Menge freuen heute hier bei diesen Viva Top 100, die offiziellen deutschen Charts. Natürlich könnt ihr auch wieder kommentieren, schreibt, wie ihr meinen neuen Look findet. Zum Beispiel hier in den Kommentaren hier unten oder mit dem Hashtag VivaTop100 bei Twitter natürlich auch gerne Fragen an unsere Gäste und alles Mögliche stellen. Und ja, ich habe es ja eben schon angekündigt, diese Charts, die sind in dieser Woche ein bisschen anders, denn letzte Woche hat uns alle die Nachricht erreicht und auch schockiert, dass Chester Bennington, der Frontmann von Linkin Park, sich selbst getötet hat. Und da fragt man sich natürlich immer wieder, warum tun Menschen sowas, weil gefühlt haben die ja alles, was man braucht zum Glücklichsein, erstmal offensichtlich. Er hatte das anscheinend nicht, er war von Depressionen geplagt, ein ernsthaftes Thema und ich würde sagen, in dieser Welt, in der wir leben, da wird ja immer alles ist schön, alles ist bunt um einen rum. Instagram, alle feiern ihr Leben, aber vielleicht wird deswegen auch weniger über Probleme geredet und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal den Hinweis geben. Es gibt auch natürlich eine Telefonseelsorge für Kinder und Jugendliche, das ist ein ernsthaftes Thema, falls ihr zum Beispiel Probleme haben solltet, mit denen ihr oder über die ihr selten reden könnt. Im Freundeskreis, weil es manchmal vielleicht auch einfach zu persönlich ist, dann sind da Leute, Psychologen, die sich da gerne drum kümmern und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, damit sowas wie bei Chester Bennington nicht passiert. Also über Probleme bitte reden und vielleicht eben auch telefonieren. Das an dieser Stelle nochmal hingewiesen und wir fangen jetzt an, eben mit Linkin Park, um vielleicht auch nochmal an ihn zu gedenken, an Chester Bennington hier, One Step Closer auf der 94. All these words, they make no sense. I found this. Liebste Leute, weiter geht's hier mit den Viva Top 100 und ja, ich hab's ja schon angekündigt, sie ist hier, sie ist Choreografin, Profitänzerin und war letzte Woche Teil der Jury bei unserem Casting. Wir suchen neue Moderatoren, Viva sucht neue Moderatoren und sie wird jetzt ein bisschen davon berichten. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und mal gucken, mit was für einem Move sie reinkommt. Hier ist die fantastische Nikita Thompson! Natürlich, all day online. Na, forever. Na, alles gut? Ja, guck mal, alle on air, online, immer live. Ich kann auch. Ja, du kannst auch. Na? Wie geht's dir? Gut geht's. Hab schon den Einspieler gesehen, da war ich ja schon direkt erstmal so wieder so bedröppelt. Ja, ist ein ernstes Thema, muss man auch mal thematisieren, aber ja, auch. Deswegen hat verschweigen. Hat uns ja auch sehr viel gegeben, hat er uns ja auch, gell? Die Band. Und wird jetzt wahrscheinlich auch, das habe ich eben gesagt, also ist mit sehr vielen Songs auch in dieser Woche in den Charts vertreten. Hammer. Natürlich, kommen wir nachher nochmal zu, aber jetzt erstmal zu dem, was du letztes Wochenende gemacht hast. Du hast viel und lang gearbeitet. Absolut. Für Viva. Ja, I love it. I love it. Du bist ja so geil, du hast einfach sofort, du bist einfach so von, du bist einfach zu 1000% Tänzerin und einfach so da, ne? Ja, das macht richtig Spaß. Ich habe ja die Augen weit aufgehalten bei der Berufswahl und deswegen bin ich einfach sehr dankbar.
dass du das auch so machen darfst? Genau. Ist das immer so ein großes, also bist du so demütig unterwegs immer, so danke, dass ich das machen darf, danke, danke, oder? Also nicht einen ganzen Tag so, ne, also würde ich ja nur so genau. Gebückt gehen. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf, danke, dass ich einen Kaffee bekomme bei Starbucks, danke. Dass ich mir leisten kann, auf jeden Fall bin ich sehr dankbar. Ja, gut, ich meine, der kostet fast 4 Euro. Ja. Ja, das ist schon krass. Aber ich bin, es ist schon so, dass ich abends mich bedanke, ja doch. Und wie geht man dann ran, wenn man sozusagen neue, eventuelle Talente dann vor der Flinte hat, die stehen dann da letzte Woche. Aber erzähl erst mal, wie war da so ein bisschen der Ablauf? Der Ablauf war so, dass wir also erstmal uns alle Hallo gesagt haben, die Jurymitglieder, und ich kannte alle zum Glück. Und dann war es auch alles, also es war eine ganz entspannte Stimmung und das kam auch natürlich rüber für die Talente. Also wir waren so ein Team und haben denen gute Laune gemacht und nicht nur so kritisch geguckt, weil es ist schon krass, wenn du sitzt, bist du so eine Front und dann kommst du rein und sagst, okay, hi. Hallo. Ich soll jetzt ganz locker tun. Ja, genau. Also es ist wirklich eine... Authentisch sein. Sei mal einfach du. Ja. Und das Krasse war, was wirklich, also wo ich gemerkt habe, deswegen bin ich immer gescheitert an Castings. Mhm. Man ist dann wirklich so total auf seriös. Mhm. Ja, ihr lieben Leute. Das bist nicht du. Viva, junge Leute, die waren auch Kess, ne? Danach hat man gemerkt, die sind frech und alles, aber es ist sehr schwer, sich selber zu zeigen, wenn alle gucken. Man kennt es schon beim Bild, da ist man schon direkt so, sitzt man auf einmal gerade. Jedes Mal? Warte, so. So. Ist das dein Selfie-Face? Nee, ich bin mir noch unsicher damit. Welches Selfie-Face hast du? So? So. Ich habe gar kein Selfie-Face, glaube ich. Doch, du bist so Nature-Boy. So Nature? So Hamburger, Jung so. Aber dann so mit Mütze auf und so. Nee, ich kann. Wir üben gleich noch. Wir gucken uns jetzt erstmal Musik an. Passt eigentlich auch so ein bisschen zu, zu mir? Nee. Ja, Future ist doch dein Ding. Future! Mask off. 82. Wie das alles begann, Dicker. Was ich tat, wie das Ding hier entstand, Dicker. Im Keller mit dem Mike in der Hand, Dicker. Jetzt kennen sie mich im ganzen Land, Dicker. An die Spitze aus dem Royal Bunker. 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 In Shorts und umsonst, auch wenn's keinen Sinn hat. Dicker, mitten Walder Straße wart, ich komm und hol dir Pint ab. Leere Worte, ihr Horst, es spielt keine Rolle, wie der Blind am Sack. Was willst du mit dem Säbel da? Jan Köppen bin ich. Ja, drück. Da, wir sind natürlich schon drauf, aber wir sind voll, darf man sagen, um diese Uhrzeit, okay. Ist es ja gerade mal 17 Uhr. Aber ich bin doch ein Vorbild jetzt. Ich pass immer ganz doll auf. Machst du das wirklich? Ja, ich schäme mich sonst. Auf was hast du denn bei denen dann so am meisten geachtet, bei denen, die da teilgenommen haben bei unserem Casting bei Viva Such Dich? Was war da so dein erstes Augenmerk? Du hast ja wahrscheinlich dann hast du auf Bewegung geachtet, auf Ausstrahlung. Ja, ich habe komplett auf das Wesen, so, ne, wie kommen die rein? Dann habe ich nochmal geguckt, wie sind die drauf? Also wirklich, wie sind die drauf? Auch hinter der Bühne manchmal. Ich habe die auch mal hinter der Bühne abgecheckt und habe mit denen geredet. Okay. Haben die das find ich auch? Nee, das glaub dann, nicht. Okay. Einfach um zu sehen, okay, die war jetzt so steif, wie ist die denn so? Mhm. Ne? Und wir hatten auch so One-on-One, dass die mich interviewt haben, das fand ich richtig gut. Mhm. Weil da hat man richtig gespürt, wer ist einfach, auch wenn er nervös ist, sie waren alle so nervös, also man wollte sie einfach nur drücken. Bei manchen, die hatten so einen Locken, da hat man es richtig gesehen, dass sie zittern. Ja. Und da hat man aber gemerkt, die kommen so aus sich raus und sind spontan, weil sie Schiss haben, weil sie in der Not sind. Und da sind wir ja am kreativsten eigentlich. Und das ist ja gut, dass man auch so ein bisschen, ne, es ist ja nicht so, dass wir hier bei Viva sitzen und sagen, du bist in der ersten Sekunde da und alle wissen gleich, du bist das. Nein. Sondern man muss den Leuten natürlich auch Zeit geben, das ist ja das Schöne. Ich habe das damals ja auch genießen dürfen, deswegen darf ich auch immer noch hier sitzen, nach mittlerweile 11 Jahren. Wirklich. Oh. So lange bin ich schon dabei. Viva Opi. Ich bin wirklich der Opi, aber tatsächlich, am Anfang, ey, wenn ich jetzt die allererste Sendung von mir angucken würde, würde ich sagen, Alter, du Bauer, so. Aber nein, es ist tatsächlich schön, dass einem dann die Entwicklung auch die Zeit dafür gegeben wird. Das hast du ja auch selten noch. Genau, das hast du ganz selten. Und das ist aber das Tolle bei Viva. Das fand ich schon früher immer. So wie so Rohdiamanten, ne? Man, man,
man ist dabei und man sieht den Wachstum. Und das finde ich halt klasse. Und deswegen fühlt man sich auch der Person dann so verbunden. Ja. Wenn man halt irgendwie jahrelang die Person kennt, mehr oder weniger. Weil viele sagen schon zu mir immer so, oh ja, hallo, ich bin mit dir aufgewachsen. Und dann denke ich so, oh fuck. Das ist wirklich so. Aber es ist halt so. Das ist wirklich so. Und das ist was Schönes, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr euch da sozusagen dann ausgesucht habt an, ja, an Nachwuchs, an neuen Kollegen. So, und wir gucken uns jetzt natürlich, weil das müssen sie auch machen in Zukunft, also vielleicht guckt ihr ja auch gerade zu, liebe eventuelle Nachwuchsmoderatoren, ihr müsst natürlich auch Clips anmoderieren können, so wie ich das jetzt mache. Ich mache das jetzt so ein bisschen wie ein Nachrichtensprecher. Schön steif, no go. Schön steif, no go, okay, bewerte mich bitte mal. Ja, das geht nicht, mach dich locker, lass liegen. So, okay. Schultern runterziehen, hast du schon. Schultern runter? Hast du schon. Nein. Cooler sitzen? Nein. Nein. So gut. Das ist schon anders. Okay, also liebe Leute, hier, jetzt, so gut. Macklemore featuring Skylar Grey und Glorious. Da wird Bauer! Bitte, auf der 68. Wir feiern die Oma von Macklemore ab. Ja, hier. Macklemore. Zeig das Handy ruhig. Wir wissen, dass du einfach ständig online bist. Aber bist du wirklich, ne? Ja, hast du dir mal, gibst du dir mal so ein Off-Day? Was für ein Off-Day? Handy-Off-Day, so ein Offline-Day. Du hast auch noch irgendwo. Guck mal, du hast ein Mikro. Wenn du dein Handy in der Hand hast, musst du da auch dein Mikro noch in der Hand. Scheiße, Multitasking. Was ist jetzt wichtiger? Also, ich frag das mal kurz ein. Bewertung, Nikita, Multitasking, ja. Ja, ist, drei Minus? Ja, befriedigend? Drei Plus kannst du. Du bist ja ausbaufähig, alles gut, ist schön. Ausbaufähig. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das gesprochen, was letzte Woche. Du bist schon so ein Zappel, Philipp, ne? Deswegen musst du, guck nur. Du musst tanzen. Immer dieses machen, ne? Ja, immer, so, immer hier, da und da. Ui. Guck mal hier, ein Stift. Ja, das finden Männer ganz schlimm, ne? Nee, geht. Ich habe gehört, dass Männer das toll finden, wenn man sich ganz langsam bewegt, so. Echt? So dieses Ruhige. Warum? Haben Männer Angst vor schnell Bewegung? Natürlich. Der Frau? Die haben grundsätzlich Angst. Ja. Oh Mann, ey. Also wir wollen jetzt aber nicht nur über dich sprechen, sondern über das, was du letzte Woche gemacht hast. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Es ging natürlich um das Casting, Viva sucht dich. Ja. Und damit wir auch mal ein bisschen Bildmaterial sehen, gibt es jetzt hier ein paar Ausschnitte von dem, was da letzte Woche gesehen. Bei uns... Nee, dann genau hingucken hier, was los war. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Mein Name ist Milenka. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu der Viva Top 100. Ihr fragt euch, warum ich hier stehe. Jo Leute, was geht ab? Jetzt gibt's für euch mich, die frische und schnieke Anita. Okay Leute, haltet euch fest, denn jetzt kommt... Hallo! Ich bin die Lena Thom, ich bin eine echte Rüganerin, also komme von der Insel. Und ich möchte die neue Viva-Moderatorin werden, weil ich ein total aktiver und liebevoller Mensch bin, der einfach die Musik liebt. So Leute, jetzt geht's weiter mit Tiffany. Sie ist durchgeknallt, sie ist nicht normal, sie ist auf jeden Fall nicht wie die anderen. Lasst euch einfach anstecken und habt viel Spaß. Ich bin Philipp und ich möchte der neue Viva-Moderator werden, weil ich einfach gerne erzähle. Und ich habe so einen hyperaktiven Kopf, der alle Geschichten, die in meinem Kopf sich befinden, von Politik bis Musik, alle miteinander verbindet. Die nächste Moderatorin, die wir heute hier für euch haben, ist Kelly aus Berlin. Sie unterhält Leute, sie bringt Leute zum Lachen. Und was Kelly so besonders macht, ist, sie lacht so gerne über sich, dass man so gerne mitlacht und sie zieht alle Leute in ihren Bann. Jetzt könnt ihr euch auf dich freuen, die ist echt eine richtig coole, taffe Blondine. Ich sag nur dies, das, Hannah nass. Also, hier ist Hannah, es macht selten Stress. Die ist echt cool, muss ich schon sagen. Hallo Freunde der Sonne, jetzt kommt ja diejenige, auf die ihr lange gewartet habt, die sich beworben hat und einige Kandidaten aus dem Rennen geschmissen hat. Ja, hier ist sie, die coole, die lässige Frohsan.
Und jetzt kommt Aisha, die so ziemlich in jedes Klischee fällt, was du von so einem Mischlingsmädchen, was in Deutschland aufgewachsen ist, kennst. Sie kann singen, sie kann tanzen, sie kann labern und sie kann laut lachen. Viel Spaß! Ja, 10 an der Zahl, die wir hier auch nochmal aufgehängt haben, die da letzte Woche von euch gecastet wurden. Wir dürfen ja noch nichts verraten, das verraten wir erst in einer anderen Ausgabe der Viva Top 100, wer denn hier auch wirklich mal eine Runde mitmoderieren darf. Wie schwer war es am Ende? Es war wirklich, bei 2 Leuten war es einfach, fand ich. Mhm. Also da habe ich gesagt, das habe ich irgendwie gleich gefühlt, mhm. Die sind toll, ein Telegen ist auch ein... Da muss man auch drauf achten, ja, wie spielen mit der Kamera. Und die waren einfach so total authentisch und ich musste gleich lachen auch. Das ist natürlich auch super. Ne? Und dann gab es aber 3, wo es wirklich Kopf am Kopf rennen war. Das war schwierig. Ah, okay. Dann bin ich sehr gespannt auf die Entscheidung. Die wird man anders verraten. Und wir machen jetzt was? Bist du so eine Zockerin eigentlich? Bist du so jemand, wenn dir jemand sagt beim Tanzunterricht so, Alter, das schaffst du nie. Bist du dann ja, so? Tanzunterricht muss ich natürlich Farbe bekennen und da mache ich mit. Aber sonst zocke ich nicht, weil ich weiß, wenn ich was mag, dann höre ich nicht auf. Ach okay, also hättest ich du Angst das Gefühl, vor mir selber. Okay, du hättest das Gefühl, du musst dich einfach vor dir selber schützen, ja. Was das Zocken angeht. Aber ja. Heute ist Zocken erlaubt, das ist das Glücksrad, du kennst das ja schon. Glaube. Ja, sag mal. Ja, klar geht das. Und du drehst da jetzt dran, aber ganz langsam. Es ist sozusagen Wahrheit oder Pflicht als Glücksrad. Wirklich? Ja. Ich weiß aber nicht, um was es geht. Und wir ziehen dann jeweils eine Frage. Wahrheit ist dann hier diese Kategorie. Also lila, violett und blau ist dann Pflicht. Ne? Ja, mach mal. Oh, hier, guck mal. Ah, langsam, das gefällt mir als Mann. Spannung. Oh nein, ey. Was ist das? Dann darfst du einen ziehen für mich. Also das ist jetzt Pflicht und das andere ist Wahrheit. Ist wirklich Pflicht? Ja, was steht da drauf? Sprich eine Moderation lang in einer anderen Sprache. Kannst du was anderes? Englisch? Englisch ein bisschen, aber die hatte ich schon mal. Französisch, mach einfach so ein Kauderwelsch. Ouais, très bien, Neymar, je l'appelle Bala, Yann, Chanson de Baguette de la Chanson de la Eurovision, je m'appelle Nikita, tout, ouais, ça va, Coldplay, ouais, ouais, très bien, tous les jours, au revoir, vite, vite, à la gare, featuring Big Sean, Miracles. So machen die wirklich, War das gut? Neuvorstellung. Upa, High five. Das war so unangenehm. I paid my intuition, I couldn't afford tuition. My funds was insufficient, it felt like I'm in prison. Until I realized I had to set my mind free, I was trusting statistics. Kann es halt nicht lassen. Aber du machst das ja auch beständig und gut. Immer wieder Instagram, ne? Ja, ich bin echt richtig auf Instagram. Facebook ist so ein bisschen... Meinst du, ist das denn auch sowas, wo du dran denkst bei neuen Moderatoren, wo dass es gut ist, wenn die das auch pflegen und machen? Gehört das so mittlerweile auch zu einem Berufsstand in der Öffentlichkeit dazu? Es gehört dazu, aber ich habe überhaupt nicht eine Sekunde dran gedacht beim Casting. Okay, gut. Irgendwie gar nicht, nee. Nee, weil es ja mittlerweile gefühlt auch bei Fußballprofis schon so, dass die tatsächlich mittlerweile nach ihren... Also die verhandeln Klauseln in ihren Verträgen, ja. Was sie für Sachen bei Instagram und in ihren sozialen Netzwerken ja. posten, weil ja, der Wert der Sachen ist ja absurd. Das ist das beste Sponsoring ever. Also die Marken freuen sich und die Künstler ärgern sich. Um das mal kurz, dieses Dilemma der Influencer, die heißen jetzt anders, die heißen Creator, habe ich jetzt gehört. Habe ich vorhin bei Elias Mbarek auf dem Instagram-Account gelernt. Oh, der hat hart gehatet. Der hat hart gehatet? Oh. Gegen wen hat der hart gehatet? Gegen Caro Dauer. Ehrlich? Ja. Oh. Geh mal auf sein Instagram. Oh, Big Beef. Wollen wir da irgendwas? Wollen wir es größer Ach, machen? Ach Quatsch, die macht kein Big Beef. Die geht und ist in Wien und zerstört weiter. Die so, ciao. Ja, die zieht einfach ihr Ding durch, ne? Leute, hier, Elias, Baby. Du drehst 3 Filme, ich mach einen Post.
So denkt sie sich das wahrscheinlich. Ich habe ja eben schon angekündigt, dass unsere Moderatoren, also unsere neuen zukünftig, die werden dann bald bekannt gegeben. Am 11. August nämlich, da werden wir Bescheid geben hier bei den Viva Top 100, wer von diesen 10 hier. Drei Stück, genau. Dann zu den Top 100 kommen darf und dann sozusagen mal eine Runde Probe arbeiten muss. So ist das ja. Also es ist einfach ein bisschen Probe moderieren. Da ist aber jemand dabei, ne? Ja, da ist schon jemand. Melissa ist am Start. Genau, Melissa. Die war ja auch mit der Jury. Genau. Und die wird sich dann um die kümmern, aber die werden schon ein bisschen, ich glaube, das ist gar nicht so easy ins kalte Wasser geworfen. Das ist ja gerade live hier bei Facebook. Auch, man sagt ja immer, das ist ja nur Facebook, aber es ist halt live. Na und? Und live ist einfach das, also wirklich, es ist nicht nur Facebook. Gucken, kann ich jeder live gucken. Immer es einfach, krass. Können einfach gerade gucken, glaube ich, 1 Million zu. Es können aber theoretisch 80 eine Millionen. Eine Mille? Natürlich. Amelia. Läuft bei uns. Aber nee, ich, wirklich das Beste, was einem passiert. Also Live-Fernsehen, auch für mich in der Vergangenheit, war immer das Beste, was man machen konnte. Das weil ist wirklich so. Du lernst. Ist es auch beim, das ist aber die Parallelen zwischen Moderation und Tanzen. Ja. Was gibt's da so? Also was? Die was? Parallelen ist, darfst dich auf jeden Fall nicht hinmaulen oder so. Du musst am Start sein und es muss sitzen, weil der Künstler, wenn du Background-Tänzerin bist, der Künstler sagt dann nicht, oh Gott, das war jetzt nicht so toll, das machen wir nochmal. Mhm. Schon mal passiert? Mir? Ja. Ja, ich bin von der Bühne gefallen. Ehrlich? Hey, bei Seed so hochgesprungen und dann, so, oh, es war so geil irgendwie auf der Wuhlheide und dann so, yeah! So, oh shit! Und dann war ich unten im Graben. Aber nichts passiert, alles gut. Ich hab's gar nicht. Man ist so nervös. Man kennt es doch, wenn man selber mal hinfällt oder irgendwo gegenläuft und Menschen gucken einen an und dann geht einfach weiter, obwohl du die krassesten Schmerzen hast. Ja. Und das ist alles gut. Und dann erst eine Woche später so, oh, doch gebrochen. Gut. In Wirklichkeit ist so, oh. Bist du schon mit deinem Handy gegen irgendwas gelaufen? Ja. Gegen was denn? Laternendingens. Kann man das irgendwo bei YouTube sehen? Nee. Undercover-Shit. Undercover-Shit, gut. Ja, wir machen jetzt weiter. Oh Mann, ich stelle mir das gerade vor. Ja, mir ist aber auch schon mal beinahe passiert. Mir ist es noch nicht passiert, aber beinahe ist es mir passiert. Wir machen jetzt weiter mit einem jungen Mann, auch eigentlich ja Tänzer, wobei das müssen die ja eigentlich sein, wenn sie bei einer Boygroup mitgemacht haben, zumindest die meisten. Louis Tomlinson featuring Bebe Rexha und Digital, ich finde den Namen immer so geil, Digital Farm Animals, Back to You auf der 55. Hier für euch. Dance. We're on the ground, we're screaming. I don't know how to make it stop. I love it, oh yeah. And I can't take it, but I keep on coming back to you. And all my friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me crying. Gonna be a legend. Gonna teach you more. Feeling in our souls we carry, that it's about to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now, got to leave it all on the floor. Hey Leute, hier, wir sind voll am Start. Wir machen jetzt einmal so ein Foto und einmal so ein Foto. Toll, Männer können das echt nicht Bilder machen. Doch, ich kann sehr schöne Bilder machen. Guck mal auf meinen Instagram-Account. Das mach ich. Bin sehr gut im Bilder machen. Jetzt haben wir eins gemacht, mal gucken, ob du damit zufrieden bist. Wenn nicht, machen wir gleich noch eins. Ja, gut. So, hast du so eine Seite? So, was ist deine Seite? Wie meinst du? Ah, meine Schokoseite ist da und ihr filmt von hier. Ich habe schon gesehen, ist gar nicht gut. Ah, dann machen wir gleich noch eins. Das hängen wir da. Sitze ich da und du hier. Mikro. Ah, ja. Handy und Mikro. Du hängst dann hängen wir dich auch noch dazu, du unterschreibst dann noch schön drauf, weil an dieser Stelle muss man sagen, war es das schon mit Ciao. Dir an dieser Stelle. Ciao. Das war sehr schön. Lass war kurz sehr drücken. Nett. Aber du bleibst auch noch kurz. Du musst jetzt nicht rausgehen, du bleibst sitzen. Ich moderiere nämlich den nächsten Clip an. Ein Traum. Vielen Dank, Nikita Thompson. Wir sind gespannt, was rausgekommen ist. Erfahrt ihr natürlich am 11. August hier den Top 100, welche drei Moderatoren, vielleicht zukünftige Viva-Moderatoren, dann dabei sein werden bei einer Ausgabe der Viva Top 100. Das hat Nikita Thompson unter anderem mitentschieden, also beschwert euch bei ihr und bei mir und bei allen, aber ich glaube, die Wahl ist auf die richtigen getroffen und gefallen und wir machen jetzt weiter mit und an dieser Stelle erwähne ich es gerne nochmal, wir haben diese Woche 17 Songs von Linkin Park, der Grund ist bekannt in den deutschen Charts und das ist auch richtig so und hier kommt der nächste auf der 37, hier ist What I've Done, Linkin Park und vielen Dank Nikita.
uns heute chillen, ja, 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 ja. Sie macht alles, was ich will, ja, 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 ja. Baby, lass uns heute chillen, sie ist ein Nice Girl, ja. Komm, wir essen ein Nice Girl, ja. Sie ist ein Nice Girl, ja. Ja, ich hoffe, dass du bleibst, für dich hab ich immer Zeit, für dich hab ich immer Zeit, Girl, ja, ja, ja. Baby, ich krieg nicht genug, nein, nein, nein. Denn sie hat alles das, was ich such, ja, ja, ja. Ja, ja, wir sitzen im Flieger, fliegen weg. So, liebe Leute, Nikita hat das Studio sehr schnell verlassen. Sie bewegt sich generell sehr schnell, aber sie ist ja auch Choreografin und Top-Tänzerin. Jetzt kommen wir zu, in diesem Fall, zwei Herren. Und ich erkläre euch dann gleich, um was es geht. Aber hier ist auf jeden Fall Wona! Obala, obala, obala! So, hier ist wie der Opa, wirklich. Tachchen, na? Wie ist das jetzt? Komm, wir sagen, wir drücken uns. Na? Easy und Dominik. Genau. Aber Wona als, das müsst ihr mir direkt erklären. Gerne. Die Tür hat geklappt. Ah, vielen Dank. Sehr aufmerksam. Ich bin Wona. Du bist Wona. Ich bin Wona. Und der Easy ist Easy. Und Easy ist Easy? Darf ich dich hier so hinstellen? Ist das okay? Ja, ja, wenn die umfällt, ist auch nicht so schlimm. Nicht so arg schlimm. Okay. Ein bisschen schon, aber nicht so arg. Ich glaube, die bleibt. Ich habe die sehr sicher hingestellt. Okay, gut. Die ist auch versichert. Garantiert. Ne, ja, Eva? Ja. Die ja, ist ja. versichert. Ja, ja. Ja, herzlich willkommen an dieser Stelle. Ja, schön hier zu sein. Krass. Krass. Schön, ja. Doch. Sind die, wie alt seid ihr jetzt? Ich werde 25, ich bin noch 24. Bist du mit mir aufgewachsen? Ich kenne dich auf jeden Fall schon sehr lange, so vom Fernsehen. Das ist die Frage. Hättest du nicht anders beantworten können? Nee, weil das so, ne, wir sind ja dann doch ein paar Jährchen auseinander und dann habe ich dich vielleicht seit dem Alter von 15 verdorben bei Viva. Nee, ich finde es eher schön, jetzt hier bei dir zu sitzen. Oh, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ihr hier seid. Und sag doch mal, ein bisschen, ich stelle jetzt so die Standarddinger. Wo kommt ihr denn eigentlich ursprünglich her? Aus Pfullingen. Pfullingen. Sagt ihr gar nichts. Klingt so Süden. Tübingen, Reutlingen. Ah ja, okay. Wir machen gerne die Pfullingen-Witze. Pfullingen. Isi ist sehr stolz auf sein Pfullingen, aber ich finde Pfullingen auch okay. Aber nicht die schönste, nicht das krasseste der Welt. So. Und du? Ich komme aus Tübingen. Tübingen ist das krasseste der Welt. Ich komme aus Gießen. Gut, da haben sich drei gefunden, Leute. Ne? Ist in Hessen, ist alles ähnlich. Aber ihr habt trotzdem einen musikalischen, stimmt das, Stuttgart-Bezug? Ja, Tübingen ist ja in der Nähe von Stuttgart. Und ich wohne jetzt auch in Stuttgart. Aber okay. ich bin in der wunderschönen Stadt Tübingen groß geworden. Und Stuttgart ist ja auch natürlich, wenn es um Musik geht, auch wahrscheinlich eher im Hip-Hop-Bereich, aber mittlerweile oder seit Jahren schon einfach eine Hausnummer. Da bist du unter Vertrag, oder ihr alle? Bei Chimperator. Bei Chimperator, genau. Genau, Stuttgarter genau. Label, auch am genau. meisten bekannt damals durch die Orsons, dann natürlich durch das Signing von Crow, nochmal genau. eine andere Beachtung gefunden. Ist es denn so, dass, sage ich jetzt ihr oder sage ich jetzt du? Naja, also Easy, du musst wissen, Easy ist immer dabei. Easy ist immer Easy dabei. Easy ist halt immer dabei. Easy ist immer eine Unterstützung und Easy ist immer Fels in der Brandung. Ein Fels in der Brandung, aber auch oft mein Diskussionspartner. Wenn es egal, ob es jetzt beim Album machen um die Songs geht oder um Easy meckert immer und ich muss dann irgendwie mich rechtfertigen und dann kommt meist was Gutes bei raus. Bist du eher der Ja-Sager oder du? Es gibt immer so. Weder noch. Nee, okay, gut. Weder noch. Also ihr habt jetzt, der eine ist nicht plus, der andere ist minus, sondern ihr seid, gleicht euch einfach sehr gut aus. Genau. Wir stoßen uns ab. ihr stoßt euch ab und gleicht euch damit aus. So. Aber ich habe gerade von Hip-Hop gesprochen und Stuttgart und ist es denn trotzdem richtig, wenn ich jetzt sage Singer-Songwriter mit Rayop-Einflüssen oder ist das falsch? Das ja sehr Crow-lastig wäre dann. Ich finde immer nur Singer-Songwriter ist so ein bisschen langweilig. Also ich mache gerne Singer-Songwriter-Musik und ich schreibe auch gerne an der Gitarre so. Mhm. Aber nur das zu machen, wäre mir irgendwie ein bisschen... Fahrt. Wäre mir irgendwie Fahrt. Okay. Ja. Deswegen programmiere ich dann auch manchmal Beats und mache ja auch manchmal so ein bisschen auf Rapper, Rap manchmal. Und ich will mich da einfach, Singer-Songwriter ist zu Fahrt. Okay. So, ich will auf der Bühne tanzen können, ich will auch mal einen raushauen. Sehr so. Von Jack Johnson genau. zum Beispiel. Genau, ich will nicht so Bierbauch mit Gitarre. Nicht immer, manchmal schon. Manchmal schon. Bierbauch mit Gitarre, der typische deutsche Singer-Songwriter. Genau. Aber damit ihr euch jetzt mal überzeugen könnt, was für Musik das ist, die Wona macht, Wona ist richtig ausgesprochen. Das machst du sehr gut, ja. Ja, Glück gehabt. Ich war immer so das V da am Anfang. Huiuiui. Jetzt kommt als Neuvorstellung in diesem Fall, was ich hab. Alles. Alles, was ich hab. Richtig.
Immer wenn ich an dich denk, fängt mein Atem an zu rennen. Bin lange nicht mehr der, den ich kenn. Ich hab zu viel Angst davor, dich zu verlieren. Alles, was ich hab, und alles, was ich hab. Da sind wir wieder hier bei den Viva Top 100. Wohner, natürlich immer noch da. Ja. Ja, sehr gut. Nicht abgehauen. Das ist schon mal, das ist immer schön. Ich fühle mich einigermaßen wohl hier auch. Aber so gewohnt bist du es nicht. Nee. Ich habe auch gerade zu ihm gesagt, so, Alter, wir sind jetzt bei Viva gleich. So. Ja, also. Wie stellt man sich das denn immer vorher? Also, was sind so die Gedanken? Sage ich das Richtige? Was ziehe ich an? Oder was sind so Gedanken, die man hat, wenn man das erste Mal jetzt hier sitzt? Ich habe eher so, also ehrlich gesagt, ob ich das Richtige sage, so weit bin ich gar nicht. Ich habe eher nur Angst, irgendwo hinzukotzen oder so. Ist mir zwar noch nie passiert, aber das wäre so der Worst Case. Bei YouTube wäre das vielleicht, wenn du Bock hast, mach ruhig auch. Das dann musst ja du aber auch Breakdance drin tanzen. Nee. Es fühlt sich gut an. Okay, sehr gut. Ist schön. Wir wollen ein bisschen über Musik reden. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist bei Chimperator gesigned. Das ist so dieses Grow Orsons Umfeld. Noch Teezy zum Beispiel auch. Aber trotzdem, gibt es so eine Situation, also wurdest du konkret angefragt, wie kam das zustande? Sowas finde ich immer spannend. Gab es dann so eine, ja, hier ist der Basti von Chimperator, hast du Bock? Ja, so ähnlich, aber das Ganze ging über Cars. Ah, okay. Der liebe Cars, den kannten wir nämlich schon so ein bisschen, der kommt ja auch aus Reutlingen, was in der Nähe von Fulling ist und wiederum in der Nähe von Tübingen. An dieser Stelle, das ist der Verrückte von den Orsons, wobei bei den Orsons weiß man das halt generell nicht, aber Cars, der hat schon einen Blick für alles um sich rum, was Musik angeht. Genau, und der fand uns dann irgendwie cool und hat dann unserem Labelboss, einem der drei, einen Song auf den Schreibtisch gelegt. Und der hat sich dann tatsächlich irgendwie so ein paar Tage später gemeldet und meinte so, ey yo, ich bin Nico von einem kleinen Label aus Stuttgart, wollt ihr mal mit mir essen gehen? So. Krass. Es war halt so krass und ich dachte so, Alter, kleines Label schreibt er, das ist doch geil. Da wollte ich doch schon immer hin. Ja, aber war das auch so wirklich ein Label, was so bei euch im Umkreis auch bekannt war und was so auch vom Gefühl gepasst hat einfach, wo man sagt, das wäre das wirklich Traumlabel, da will man immer hin? Ja, voll. Also wir waren davor auch schon bei einer anderen Plattenfirma, haben uns da so vorstellig gemacht oder die haben uns eingeladen und dann sind wir da hingefahren und da haben wir doch schon so ein bisschen angefangen mit denen so zu quatschen, ob man was macht oder nicht, aber ich wusste immer, ich will zu Chimperator so. Ja, geil. Also ist schon gut so. Geil, aber es ist doch schön, dass das jetzt so geklappt hat und das Album dann auch jetzt wirklich bald rauskommt. Ich habe das Album hier noch liegen, das wird spannend, weil die beiden Jungs haben es noch nicht gesehen. Also es ist sozusagen die erste Pressung. Ich habe das hier versteckt unter diesem Ich zeig's euch aber erst gleich. Das ist jetzt so ein Cliffhanger, wie man moderativ sagt, nach dem nun folgenden Clip. Hot to Touch heißt das ganze Ding. Felix Jehn, Hyde und Alex, ich will immer sagen Ayoli, aber der heißt Ayono. Auf der 23, bitteschön. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close. We're getting close. But she's too high to touch. Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. So, liebe Leute, ja, ich hab's ja eben schon gesagt. Das Album, ne, das kommt am 11. August raus. Ja.
Allererste. Allererste, ne? Allererste Album. EP letztes Jahr, so, das ist ja immer da so ein Vorbote. Und hier habe ich es liegen. Ihr habt das selber noch nicht gesehen, so als fertiges Produkt. Ich guck da mal hier an, so, kann man sich das... Wie findest du es denn? Beschreib doch mal. Also ich meine, wir haben ja lange daran gearbeitet, so. Wir wissen auch, wie es aussieht, aber wir haben es noch nie in echt gesehen, so. Also da bist, glaube ich, du drauf, sehr bildfüllend. Aber es ist, ich finde es sehr sympathisch. Es ist ein bisschen komisch auch, gell? Ich finde es tatsächlich sehr sympathisch. Weil, zuerst fanden es alle scheiße, alle verantwortlich. Ich habe gesagt, nein, das können wir nicht machen. Ich hab gesagt, nee, doch, aber gerade deswegen musst du es machen. Genau, genau, deswegen. Genau das war das Ding. In dem Moment schon wieder sympathischer als alles, was easy, so glatt easy, geleckt ist. Easy ist aus dem Raum gelaufen, als ich gesagt habe, ich hätte gern das. Ist Easy rausgelaufen und hat gesagt, so, hey, ich mach da nicht mehr mit. Ja, ich komme jetzt wieder zurück, wenn du hier dich umentschieden wenn hast. Ich, aber im Endeffekt. Komm, ich zeig's euch jetzt. Ja. Ich bin sehr stolz drauf. Alles, was ich habe, heißt es. Und so sieht es aus. Euer Album. Ja. Und? Ja, was soll man denn jetzt sagen? Ich muss uns kurz in die Kamera halten. Guckt euch das mal bitte an. Ich find's schön. Ich find's ehrlich schön. Easy ist noch nicht so ganz überzeugt. Ja, doch. Ich hab ja dann doch. Guck mal, das ist schön. Wann ist echt geil. Aber die Frage ist, wie betrunken warst du, als dieses Foto entstanden ist? Gar nicht. Nee? Nee, gar nicht. Also ich war da. Verliebt in Musik. Genau. Habe ich dich nochmal rausgeholt aus der Nummer, in die dich Easy gerade reinreiten wollte wegen dem Foto. Ja, aber ich mag sowas sehr, wenn das einfach so ein bisschen anders aus dem Rahmen fällt. Und vor allem, wenn ihr das überhaupt noch kennt, es gibt CD-Regale in großen Elektro-Fachgeschäften. Und da fällt sowas ja auch noch auf. Das finde ich auch. Ich finde es sehr. Es ist einfach ein Schnappschuss. Das finde ich cool. Genau, das so. Ist ja Schnappschuss. Es ist wäre auch ein schöner Titel fürs Album gewesen, aber. Schnappschuss. Ja. Jetzt ist das der Schnappschuss. Und dann fahren wir noch alle auf Abschussfahrt. Also wir haben 13 Songs hier drauf. Die aktuelle Single, wir haben gerade einen Song gehört. Die nächste, die kommt, ist welche? Du meinst die aktuelle Single? Ja. Gib mir dein Lächeln. Die hören wir nämlich gleich auch noch. Das wollte ich damit nochmal erwähnen. Ich habe auch was gelernt beim Moderieren, meine Damen und Herren. Gleich hören wir die noch live. Jetzt hören wir aber erstmal Musik. Die ist schon aufgezeichnet. Mir würde gerade noch was gesagt. Was denn? Ach, guck mal, natürlich. Oh ja. Gewinnen kann man das Album. Also ihr könnt dieses Album gewinnen. Das ist am 11. August erst in den Läden erhältlich. Gewinnt das. Das ist, wollt ihr es aufmachen? Ihr könnt es auch gerne aufmachen. Dürfen wir aufmachen? Sollen wir es dann auch unterschreiben? Ja, unterschreiben, macht alles, was ihr wollt damit. Ist ja euer. Ja. Also noch. Das habt ihr ja auch gemacht. Also dieses Album könnt ihr gewinnen. Und jetzt kommen wir aber auf jeden Fall erstmal zu J Balvin und Willie William mit Mi Gente. Mi Gente auf der 18. J Balvin, Willie William. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, más nunca paramos, es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bucher la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah. Ja, die beiden sind immer noch ganz fasziniert von ihrem eigenen Album. Das finde ich einen sehr schönen Moment. Booklet, könnt ihr alles gewinnen? Alles, was ich habe, heißt es. Mhm. Und die Frage, die ihr natürlich beantworten müsst, könnt, sollt, mit dem Hashtag VivaTop100, entweder in Facebook-Kommentaren oder bei Twitter, ist, was euch denn noch fehlt? Also ich hätte eine sehr naheliegende Antwort, aber was fehlt euch so generell? Dann werdet ihr am Ende ausgelost und könnt das hier gewinnen, dieses niegelnagelneue Album von Wona. Alles, was ich hab. Trotzdem noch eine kurze Frage, ab vom Musikalischen. Sag. Stimmt es, dass du bei einer Fußballprofi geworden wärst? Wurdest du wahrscheinlich schon sehr oft gefragt. Sagt sich ja dann so leicht immer. Ich war ganz gut. Ich habe beim VfB Stuttgart gespielt dann irgendwann. Ja. Und war ganz gut. Württembergische Auswahl und so. Oh, und es war Position? Schon sechs. Die sechs. Also defensives Mittelfeld. Ja. Ja, schon. Aber es gibt dann letztendlich echt sehr wenige, mit denen ich zusammengespielt habe, die es wirklich geschafft haben. So. Bernd Leno zum Beispiel. Ah, okay. Mit Bernd Leno habe ich zusammengespielt. Mit dem hast du zusammengezockt. Ja. Crazy. Aber weil du wirst noch bei Transfermarkt geführt. Ja, was ist denn mein Marktwert? Gar nichts, gell? Weiß es nicht. Man muss, glaube ich, noch drauf. Also, der Verein muss noch Geld geben, damit du weggehst. Ja.
Nee, aber trotzdem ist es ja eine spannende Welt, wenn man vor dem Stritt ist. Ich denke dann immer, kennst du die Doku oder kennt ihr die Doku Tom meets Sisu? Nee. Von einem ehemaligen Profifußballer aus Deutschland, der mittlerweile sein Glück auch fußballerisch in Australien gefunden hat, von Thomas Broich. Wurde mal vor Jahren beim ersten FC Köln, glaube ich, und bei anderen Vereinen als einer der neuen deutschen Superfußballstars gehandelt. War aber auch so ganz musikalisch unterwegs und dem war dieses ganze Fußballer-Dasein irgendwie nix. Ja, ich habe dann halt auch gemerkt, also bei mir kam letztendlich dann ja ein Kreuzbandriss irgendwie dazu, das ist so, dann war es so okay. Aber auch schon davor habe ich gemerkt, dass man irgendwie mit Musik deutlich mehr Bier trinken kann und Zeit für Freundinnen hat und so. Das finde ich einfach eine geile, finde ich schön. Also finde ich tatsächlich wirklich schön, dass man das einfach so... Man muss schon sehr diszipliniert sein auf jeden Fall. Ja, voll. Ja. Also wahrscheinlich hast du eine Jugend auch verbracht, wenn man gleich reden wir nicht mehr über Fußball, wo man einfach sehr viel Einschränkungen hat, weil man viel trainiert. Ja, ich war jeden Geburtstag war ich im Trainingslager, weil ich im Sommer Geburtstag habe und so. Es war schon, war cool, war eine mega Zeit. 31. August. Ah gut, ich hab was verpasst. Gut. Nee. Okay. Hast du auch Fußball gespielt? Ja. Wie gut hat er gespielt, Dominik? Ich. Also nicht so hoch. Auf gar keinen Fall. Okay. VfL Pfullingen. Also, ne? Natürlich. Macht man halt ein paar Jahre mit. Ich war eigentlich der Judoka, hab Judo gemacht. Sehr lange. Judoka? Ja. Okay, ich lege mich nicht mit dir an. Nee, lieber nicht. Aber trotzdem müsst ihr hier dran drehen. Da bleibt euch nichts anderes. Was geht übrig. Da? Was geht da? Das ist das Glücksrad. Das Glücksrad. Dreht da mal dran. Wahrheit oder Pflicht wird damit gespielt. Aber ich. Ach du Scheiße. Hab ich zu stark. Dauert das jetzt 3 Minuten? Ja, die lang. Nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 181 Stunden, meine Damen und Herren. Es tut mir leid, ich bin neu in diesem Business. Im Glücksrad-Business. Im Glücksrad-Business. Okay, es kann. Also, um das kurz zu erklären, wenn es auf Wahrheit kommt, ziehe ich einen violetten Zettel. Wenn es auf Pflicht kommt, ziehe ich einen blauen. Ich merke mir das immer mit W wie violett und Pflicht wie blau. Und wenn es auf Viva stehen bleibt, dann dürft ihr mir eine Frage stellen und das ist dann in dem Fall nicht so. Es ist eine Pflicht, eine blaue. Eine, ach nee, ist ja das Schlimmste jetzt. Pflicht ist immer, ich nehme mal eine von ganz unten. Ja, das könnt ihr auch beide machen. Das ist jetzt, nee, ist nichts Schlimmes. Also, sag mal. Imitiere dein Lieblingstier. Ja, einfach mal nichts sagen, nichts dazu sagen, weil ich muss erraten, was für ein Tier das ist, damit das auch witzig für mich würde. Ja, los. Ich fang jetzt mal an. Ach Gott, ist das scheiße. Aber es ist tatsächlich ganz einfach. Ich hätte gerne ein abgefahrenes Lieblingstier, aber ich würde mal sagen. Das hat sich wie ein Motorrad angehört. Was hast du, die BMW? Was war das denn? Ich mach jetzt mal Wuff. Ach, ein Hund? Ja. Echt? Das war ein aggressiver Hund. Ach so, ich wollte ein cooler Hund sein. Damit du es ein bisschen anders machst. Ah, Zwergpinscher. Willst du noch einen raushauen, Isi? Isi, du hast auch noch bestimmt ein Lieblingstier? Ja, aber... Ja, wie geht das? IA? Ihr zwei. Gut, dass ihr Musik macht. Ja, das sind eure Lieblingstiere gewesen. Das war doch eine harte Glücksfahrtrunde. An dieser Stelle seid ihr wirklich gut davon gekommen. Ich sage an dieser Stelle dafür, sorry, not sorry. Weil so heißt der Song von Demi Lovato und der kommt jetzt als Neuvorstellung hier bei dem Viva Top 100. IA. Ja, liebe Leute, ihr habt es vielleicht schon kurz gehört und erahnt, was jetzt passiert. Ich habe es ja schon angekündigt. Jetzt gibt's hier Wona live bei uns mit einer schönen Performance mit Gib mir dein Lächeln. Bitteschön. Letzte Glut geht langsam aus. Der Wind streift dir den Sand über die Haut. Ja. Und nur die Nacht noch über uns. Nur wir zwei über der Welt, yeah.
jedes Wort aus deinem Mund hat mir ein Leben lang gefehlt. Und wenn ich dich so ansehe, bist du Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz, ich will all das sein, das du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz, ich will all das sein, das du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz, ich will all das sein, das du begehrst. Gib mir dein Leben, ich will dir meines geben. Yeah, 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 yeah. Yeah. Wären hier mehr, yeah, sie würden alle klatschen. Vielen Dank für diese schöne Performance. Ein Song, der natürlich auch zu finden ist auf diesem Album. Alles, was ich hab, könnt ihr immer noch gewinnen, meine Damen und Herren, da zu Hause. Hier, dieses ist das Album. Und jetzt gucken wir uns, ich stelle das mal hier so ganz aufmerksam hin, die Nummer 6 an der deutschen Charts, nachdem wir Wohner mit einer fantastischen Performance gehört haben. Hier ist jetzt Axwell und Ingrosso mit More Than You Know. Let me taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that baby you're the best. There's only liebe Leute, Wohner sind natürlich immer noch hier bei den Viva Top 100, aber die Viva Top 100, die neigen sich so langsam dem Ende zu. Ich muss euch trotzdem noch Fragen stellen, die ihr gestellt habt. Oh ja. Hier haben wir die handschriftlich ausgedruckt, aus Twitter raus und Facebook. der Martin fragt, wer sind eure Vorbilder? Ich finde auf jeden Fall Ed Sheeran sehr krass. Ja gut. So. Der stellt sich halt ins Wembley-Stadion und verkauft das dreimal nacheinander aus alleine. Der zerfetzt halt einfach. Ja. Und also den finde ich sehr krass. ansonsten, Vorbilder finde ich immer so ein bisschen doof, aber man lässt sich natürlich inspirieren von sehr vielen. Ich finde Bruno Mars sehr krass. Ich finde aber auch, keine Ahnung. Man findet ja vielleicht auch das ein oder andere bei einem Rapper cool, was man jetzt nicht so eins zu eins nachahmen würde. Aber so ein bisschen, sagt, wo man denkt so. Coole Nummer. Genau. Und Easy, du? Eigentlich dieselben fast, aber bei mir kommt jetzt auch eher so Ryan Leslie. Ja, genau. Der produziert halt einfach mal so ein Beat, macht so drei Tipp, Tipp, Tipp. Voll. Jetzt aber auch nicht mehr so krass, glaube ich. Dem wurde ja auch sein Laptop geklaut. Ja, genau. Vor langer, langer Zeit. Was gab's da, genau. Aber Ryan Leslie, ja, tatsächlich, informiert euch mal über Ryan Leslie und guckt euch mal so Beatmaking-Videos an. Das ist ganz spannend. Das ist jetzt so eine, was bedeutet Wohner? Das ist voll geil, Mann. Wohner ist mein Nachname. Oh nein! Ist krass, aber ist so. Aber finde ich, ja gut, wenn ich eine Band hätte oder wenn ich Künstler wäre, hieß ich einfach Köppen. Das wäre, glaube ich, nicht so sexy wie Wohner. Wohner ist schon cool. Das ist gut. Gut, Köppen, schön. Köppen wollte ich jetzt nicht schmälern. Köppen ist auch gut. Ja, danke, vielen Dank. Oh, wenn ihr drei Wünsche hättet, welche wären das? Fragt Tobias. Danke an Rebecca auch noch für die Frage. Eben drei Wünsche. Aber ein ganz Wunsch, schnell. Ein Wunsch, jeder einen Wunsch. Ein Wunsch, dass ihr alle auf Tour kommt. Vorbei. Schaut bei uns, dass wir geile Touren spielen können. Wann ist die Tour? Wann geht die im los? Winter. Wie lange dauert die? Im Winter von November bis Dezember. Und dann einmal quer Deutschland? Einmal quer Deutschland und wird cool. Cool. Darauf freue ich mich. Und schön, wenn alle kommen würden. Also kommt alle zur Tour von Wohner und Easy wünscht sich das Gleiche. Genau. Und dass ihr auf jeden Fall gesund bleibt. Immer ganz wichtig, muss ich immer sagen. Und lieb zueinander. Ja. Alle lieb zueinander bleiben. Musik macht ja auch gesund, deswegen passt das perfekt, weil dann geht ihr auf die Tour, dann bleibt ihr gesund. Flieg mit uns. Denn die Tour heißt Flieg mit mir. Ah, so. Als ob ihr das erste Mal so Interviews macht. Ihr seid doch hier ein eingespieltes Team, ihr seid die Profis. Also das ist doch toll. Ja, 11. August kommt das Album raus, ich erwähne das gerne nochmal. Hier ist es, ihr könnt es immer noch gewinnen. Was fehlt euch? Beantwortet das auch nach der Sendung gerne weiterhin.
Dieses Album könnt ihr gewinnen. Ab 11. August draußen. Vielleicht habt ihr es vorher schon in der Hand. Ich unterschreibe es noch schnell. Es wird noch unterschrieben von euch. Ich sag vielen Dank an euch beide. Vielen Dank dir. Dominik bzw. Wona. Viel Erfolg bei allem, was kommt. Danke, ebenso. Hört sich sehr danach an, dass das gut laufen kann. Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Dankeschön. Und jetzt habe ich die letzte Frage trotzdem noch an euch. Wer ist auf der 1 heute? Wisst ihr das? Habt ihr Ahnung? Oh, ich hoffe nicht Despacito immer noch. Doch, Despacito, das ist unfassbar. Wir hatten in diesem Jahr immer noch erst 2 Nummer 1 Songs in den deutschen Charts. Einmal Ed Sheeran, natürlich mit Shape of You. Und dann seitdem wurde er abgelöst von eben Luis Fonsi und Daddy Yankee mit Despacito. Immer noch unfassbar auf der 1, Leute. Aber hey, ist ja auch echt Sommer draußen. Also macht's gut, das waren die Viva Top 100 für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Wona und an Nikita Thompson, die auch hier war. Haut rein und schönes Wochenende. Tschüss.